Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Let's Play von Might and Magic Hero 7. Los geht's. Ja, immer noch Karte 2. Hoffentlich zum letzten Mal, was die Episoden angeht. Ich habe jetzt hier schon eigentlich komplett alles geclearet. Bin jetzt hier quasi direkt vor den gegnerischen Toren. Das muss ich mit ihr noch einsammeln. Ludmilla ist mittlerweile auch maximales Level, deswegen benutze ich sie jetzt erstmal nicht mehr. Sondern laufe jetzt weiter mit Sender rum. Ja. Die gegnerische Festung von ihm hier ist auch schon freigelegt. Also sieht man schon. Und hier, ich denke mal, bevor ich diese Festung machen kann, muss ich hier noch den Obelisken holen. Damit ich auf jeden Fall diese Schatzkarte fertig bekommen. Ja. Ansonsten, storymäßig ist natürlich nichts passiert. Das Einzige war jetzt hier Nebenquests natürlich wieder. Da waren ein paar Flüchtlinge. Da fehlen mir jetzt auch noch eine Armee. Genau. Mittlerweile habe ich auch hier die Meisterkreaturen. Und somit ist meine Armee auch komplett vollständig. Das ist jetzt aber nicht wirklich eine ernstzunehmende Schlacht, muss man dazu sagen. Weil die ist schon die ganze Zeit immer wieder rausgelaufen gekommen und hat ihre ganze Armee verschwendet. Wurde auch teilweise erwähnt, dass die KI relativ dämlich ist. Früher war sie vielleicht ein bisschen zu passiv in den alten Teilen, aber jetzt kann man sagen, dass es schon ein bisschen dumm ist. Nicht was jetzt das Schlachtfeld angeht, sondern vielmehr, dass der auch überhaupt in meine Nähe kommt, wenn er gar keine Chance hat. Also mit so einer kleinen Truppe, mit der eigentlich keiner rauslaufen würde. Oh ja, so machen, ne? Das ist meine Meisterkreatur. Wumm. Was hat er eigentlich Besonderes? Okay, es hilft eigentlich nur gegen große Gegner. Ja. Ansonsten ist wie gesagt nichts Interessantes passiert. Aber hatte ich ja bereits erwähnt. Oh. Mittlerweile alle so stark. Ne? Das ist schon auch noch meine Meisterkreatur. Nein, gut. Wird wohl auch noch viel HP. Ja, Vampire habe ich echt wenig. Dabei mag ich sie doch so sehr. Bah. Der macht schon guten Damage. Muss man ihm lassen. Lama Blum. Das war doch einfach, oder? Weiß ich, dazu muss man nicht sagen. Das ist einfach eine leichte Schlacht. Ich bin mal gespannt, was der andere Nekromant hat. Was natürlich soweit jetzt erstmal schade ist, dass man bisher nur die Nekromanten-Fraktionen sieht. Okay, in der ersten waren kurz mal die Magier da. Aber und sie sieht man jetzt eigentlich die ganze Zeit mit den Untoten. Aber lasst euch gesagt sein. Die. Warum ist da dieser Pfeil noch? Hier lebt doch gar keiner mehr. Die anderen Fraktionen sind genauso cool. So. Ja, meine Stadt ist quasi fast vollständig ausgebaut. Alles, was ich brauche, habe ich bereits. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nebenquestmäßig nichts übersehe.
Da war ich bisher nur mit Ludmilla, also man muss nicht kämpfen, man kriegt einfach. Schon komisch. Hat es das noch nicht mit dir besucht? Ja, hier war eine wunderschöne Stadt. Das kann ich nochmal bauen. Ja, ansonsten der menschliche. Ach nein, das sind ja nicht die Menschen. Der andere untote General, der läuft gerade hier irgendwo rum. Hätte sich nur verzogen, als er meine Armee gesehen hat. Weil die so mächtig ist. So mächtig. Da wollte sich nicht mit mir anlegen. Boah, jetzt kriege ich aber gut Cash. Jetzt wo ich hier ein Stadtportal habe, dann kann ich da auch hier hingehen. Wenn ich hier auch ein Stadtportal bauen, dann kann man sich hin und her teleportieren. Wie Leila? Hä? Das muss ein Bug sein. Das muss ein Bug sein. Warum ist die dann auch in der Stadt? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Nicht, dass sie jetzt einfach gleich die Stadt erobern kann. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Ist hier wirklich nichts Nebenquests? Doch, ist es nämlich. Sehr gut. Ja, schließt euch mal an. Das Cash habe ich ja. Okay, das sagt mir immer noch gar nichts. So, aber du müsstest doch jetzt hier. Warum kann man sich nicht mehr zwischen den Städten hin teleportieren? Also hin und her. Ist ja voll dämlich. Ja, dann darfst du mal Ludmilla entgegen. Weil wenn ich gleich den Obelisk da oben mache, bin ich rein theoretisch angreifbar währenddessen. Ne? Und das möchte ich natürlich nicht. Na, bin mal gespannt, was das ist. Ja, ja. So, Lord Moanda, komm doch. Oh, cool. Woche der Schnelligkeit, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Habt sich das nämlich auch erledigt. Warum kann man nicht einfach alle sofort so ein Buffet machen, Truppen tauschen? Wäre doch mal eine tolle Sache. Okay, jetzt wird das letzte Gebiet noch erkundet. Das steht da ja. Es ist schon wieder so ein leichter Kampf. Oh, Artefakt gegen Verfluchung. Da sage ich doch nicht nein. So, du darfst aber noch nicht komplett vernichtet werden. Ich möchte noch da oben hin. Deswegen wird jetzt vorher gespeichert. Nicht, dass ich mit der Mission sonst fertig bin. Und dann möge die Schlacht beginnen. Diesmal zum Glück ohne blöde Mauern. Du machst jetzt erstmal Fortüne. Fortüne Maie. Haben wir das nämlich auch geklärt. Hier läuft alle noch nicht nach vorne. Dann haben wir warten ab.
Von denen hat wohl mehr HP. Okay. Aber seht ihr, da habe ich schon meine 1000 Nahkämpfer. Für die kurze Zeit. 4000 Damage. Ist ja unmöglich. Macht viel zu viel Schaden. Wie viel macht ihr denn? 150? Ah, die machen ja sogar mehr. Ah, egal, du machst jetzt ein perfekten Hinterrücksangriff. Und dann hoffentlich überlebst du. Ja, tust du. Sehr schön. Oh nein, greifst du jetzt meinen Fernkämpfer an? Ne, meine Geister. Was habt ihr? Also die Geister haben irgendwie so einen indirekten Taunt. Jeder möchte die töten. Dabei sind es irgendwie so meine Schwächsten. Und bam! Das war die Cool Cam. Da. Haben wir das auch geklärt. So, jetzt muss ich aber ganz schnell da hoch. Damit ich auch ja diesen Obelisken bekomme. Weil ich bezweifle, dass er innerhalb von einer Runde seine Armee wieder aufbauen will. Moment, ich habe Objekte bekommen. Helm des Nagerfürsten und zwergische Spitzhacke. Ach ja, den habe ich auch noch. 4 Magie, 4 Abwehr, 4 Führungskraft. Na, zieh ich erstmal den an. Das ist unnötig. Und das auch. So. Aber keinen Bock gegen die zu kämpfen. Wie, ich habe nur ein paar Spinnen verloren. Ich glaube, das hätte ich nicht besser hinbekommen. So! Wo ist das denn? Sieht da nirgendwo so aus. Ich bin verwirrt. Was soll mir das sagen?
hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich es überhaupt hier finden muss. Einen Moment mal kurz. So. Zu meinem Glück habe ich die Stelle doch wiedererkannt. Wegen der Stelle hier zum Glück. Weil im Internet hat man auch nichts gefunden, wo der ist. Nur, dass man einen Zauber hat. Der den Schatz zeigt. Hat er nur meinen Hauptheld? Scheint so. Okay, ich hoffe nur, weil es gibt schon... Nein, du kannst mich mal... Viele Bugs auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass ich diese Mission wirklich beenden kann. Manche konnten einfach Mission 2 nicht starten. Das hoffe ich doch nicht. Auch hier dieser Bug mit den Flaggen haben ganz viele. Aber ich habe ja gesehen, dass es daran liegt, dass die Heldin noch da ist. Vielleicht muss ich mit dem Helden einfach in die Stadt reingehen und dann verschwindet die da. Oder ich komme dann mit dem Helden nicht mehr raus. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit. Jetzt kann man voll Rambo gehen, die können nämlich sowieso keinen von mir töten. Oh doch, Geister könnt ihr töten. Was sonst? Und jetzt machen die nämlich schon hier 4500. Sehr schön. Einfach daran, weil ich im Grunde schon mit dieser Map fertig bin. Ne? Also, da wird jetzt nichts Schweres mehr kommen. Ist nicht, kannst du die nicht auch einnehmen? Ja, dann tauschen wir mal Positionen. Oh. Sind das etwa FPS-Drops? Ich habe mich die ganze Zeit nach denen orientiert, aber da habe ich es nirgendwo gefunden, aber... Immer das hier. Das habe ich wiedererkannt. Du machst auch deinen Zug weiter. Mach dich doch nicht lächerlich, Aber die kann man natürlich nicht als Schnellschlacht machen, ne? Och Gott. Was ist das für eine mickrige Armee? Die einzige, die angreifen kann. Ne?
Ja. Ja, wird es ja pro Kampagne, denke ich mal, 5 Karten jeweils geben. Das war jetzt Karte Nummer 2. Das heißt, noch nicht mal die Hälfte fertig. Aber das mag ich, also. Teil 6 habe ich ja wirklich weit über 100 Stunden rein investieren können. Und würde auch mal schätzen, dass hier auch noch Erweiterungen rauskommen. Ist sicherlich nicht auszuschließen. Sprich, eventuell neue Völker oder neues Volk, eher Singular. Und neue Kampagnen dann. Das ist schon gigantisch. Ich hoffe, ich werde damit überhaupt rechtzeitig fertig. So. Wenn er jetzt gleich nochmal kämpft, werde ich das einfach skippen. Der kann mich nämlich mal. Blöd, Mann. So, jetzt muss ich hier hinreisen. Und dann benutze ich den Zauber Schatz zeigen. Was? Ist hier. Das ist jetzt meine ganze Zugweite verbraucht. Okay. Positionier dich davor. Und da kommt noch eine Runde. Dass das so pingelig ist. Ja! Und mehr gibt's auch nicht. Aschas Tränen. Übrigens hier, falls ihr jetzt nicht wisst, was Aschas Träne bringt, dadurch kann man dieses Gebäude hier nämlich bauen, wenn man mit dem Gegenstand in die Stadt geht. Und das bringt 5000 Gold, 50% mehr Kreaturen, Vermehrung, ne? Und Nekromantiewert ist halt der, wie viel ich beleben kann. Der wird auch um 10% erhöht. Sprich, es ist an sich ein sehr wichtiges Gebäude. Nur hier jetzt einfach gar nicht. Einfach gar nicht. Wie, mir fehlt eine Flüchtlingsarmee. Welche fehlt mir denn? Ach, die da. Okay. Kriegt jetzt halt sie den Fähigkeitspunkt, das ist mir jetzt auch eigentlich egal. Ich muss euch aufnehmen, Naharesh wird oh, Albetyrs Schicksal nicht Story. teilen. Hat euch die Mutter eine neue Vision geschickt? Von einem Seelenbrunnen, einem Reservoir mit genug nekromantischer Energie, um jeden Angreifer abzuwehren. Eine derartige Machtkonzentration könnte gefährlich für uns alle sein. Ja. Falls wir überrannt würden, gäbe es keinen Sieger. Nur tot. Das klingt nicht nach einem Siegesplan. Es ist auch kein Siegesplan, sondern Überlebenssicherung. Wow. Nein. Das war jetzt die letzte Mission. Ah, puh. Okay, hast du jetzt irgendeine. Ne, gut, 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 gut. Denn die ist optional. Die möchte ich aber auch haben. Deswegen ein kleiner Skip. Bis gleich. Oh, es kommt was. Es kommt was. Hab die Stadt gerade eingenommen. Oh. Das ist doch der Brutschleimpool von StarCraft. Oh, das war's. Okay. Gut. Haben wir dann auch geklärt, ne? Ansonsten ist jetzt aber auch nichts mehr passiert. Nur dass jetzt die falsche Heldin die Führungskraft hat. Ich dachte, ich müsste den. Ach, egal. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Teil kommt dann die Karte Nummer 3. Ciao, ciao.